ist die neue schwere deutsche Artillerie. Das ist sie. Liebe Freunde der Nordmecke, das ist die Dora. Ein Modell, mal wieder nicht von Kobi, allerdings trotzdem ein sehr schönes Stück. Ihr seht schon, ich habe Probleme, sie aufs Bild zu bekommen. Deswegen schiebe ich sie jetzt auch ein bisschen weiter nach hinten, damit sie auch vollkommen drauf ist. Ja Leute, das ist ein Modell von Kasi, einem chinesischen Hersteller mal wieder. Ähnlich wie Kuan-Guan machen diese auch Militärmodelle und eins davon ist diese Dora. Eigentlich schwerer Gustav, wahrscheinlich in Deutschland darunter besser bekannt. Warum sie die Dora genannt haben, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein 80 cm Geschütz, Schienengeschütz, Eisenbahngeschütz. So, damit ich es sofort hier rausbekomme, bevor mir das hier alles abbricht, schauen wir uns die Kanone an. Denn diese ist gleichzeitig auch die größte Schwachstelle. Ansonsten, zumindest bei mir, ansonsten finde ich dieses Set gelungen. So, fangen wir doch mal an und schauen uns mal diese Kanone an. So, ich stelle euch mal so hin. Der ein oder andere wird wahrscheinlich schon leicht gemerkt haben, dass die so einen... Die hat so einen kleinen Knick drin. Ich hab, bei sowas bräuchte ich jetzt so einen Kameramann. Die hat so einen leichten Knick drin. Das liegt daran, dass dort normalerweise meiner Meinung nach hat diese, ist das eine Fehlkonstruktion. Im Inneren dieser Kanone sollen zwei Stäbe verlaufen. Zwei von diesen Plastikstäben. Die müssen durch gefühlt 20 Einzelelemente, also ihr müsst diese Stäbe durch jedes von diesen Elementen durchstecken können. Das wollte bei mir nicht. Ich habe alles versucht, es wollte nicht da durchgehen. Daher bin ich, oder habe die einzigste logische Variante genommen, ich habe angefangen sie zu zerschneiden, weil diese Elemente alleine wollen nicht zusammenhalten. Das bedeutet, derzeit fällt diese Kanone bei mir gerne auseinander. Also so wie sie jetzt steht, ist alles in Ordnung. Bei größeren Bewegungen jedoch würde sie einfach abfallen. Und das ist mein Problem damit. Ansonsten ist dieses Set wunderbar. Es hat ca. 100 Euro gekostet. 3846 Steine steht auf der Verpackung. Also sagen wir einfach mal 3900 Steinchen. Ein Set, das wir so vorher noch nicht gesehen haben. Aber... diese Kanone ist echt ein bisschen, die hat mich in den Wahnsinn getrieben. So, wie mache ich das jetzt, ohne dass diese Kanone hoffentlich abbricht? Ich zoome einfach. Für was habe ich diesen Zoom? Also, die Kanone im allerersten sieht schön aus. Wie beim Original, alles angenehm, toll. So, das Besondere jetzt an dieser Eisenbahnkanone oder an diesem Eisenbahngeschütz ist, dass das gesamte Gewicht von diesen hinten liegenden zwei Blöcken getragen wird. Das sind spezielle Steinchen, die aufgeschnitten worden sind. Ich hole das ganze Modell mal näher, dann kann ich das vielleicht besser zeigen. Ich hoffe, dass mir jetzt dabei nicht die Kanone wegbricht. Ansonsten habe ich das live auf Video. Ansonsten sehr stabil. So. Also, das Ganze hängt hier hinten an diesen zwei Blöcken oder an diesen vier zusammengesetzten Gewichten. So, das wäre natürlich im ersten Moment, das ist echt hier ein Platzproblem. So. Das ist natürlich im ersten Moment kein Problem. Also sie sind ziemlich schwer und die sind halt dafür da, dass die Kanone in ihrer Position bleibt. Und ihr werdet das gesamte Kanonenrohr, also man kann das Set in drei Versionen bauen,
In dieser dritten Version, die auch am der Wahrheit, sag ich, am nächsten kommt, oder der dem echten Dora oder schweren Gustav, müsst ihr das leider, braucht diese, okay, wisst ihr was, ich mach's jetzt ab. So, ihr werdet jetzt sehen können, was passiert, wenn ich versuche, hier vorne das abzumachen. So, ich habe das teilweise geklebt, ja, also keine Sorge, das ist alles richtig, so, weil es ansonsten bei mir nicht halten wollte. Man könnte jetzt sagen, cool, die geht in Schussposition, allerdings merkt man hier, dass, Entschuldigung, dass das gesamte Gewicht des vorderen Rohres gebraucht wird, damit diese Kontergewichte halt wirklich auch als Kontergewichte agieren. Bricht vorne, wenn ihr da diese Stangen drin habt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer, dass die Kanone an irgendeiner Stelle abbricht oder halt sozusagen abknickt vorne und dieses Ding halt hochschnallt. Bei mir, weil ich diese Stützen durchschneiden musste, weil die Teilequalität ist insofern gut. Sie ist nicht auf Kobi-Niveau, allerdings hatte ich weder Teile, die falsch gegossen wurden. Ich hatte 6 Teile, die gefehlt haben, die allerdings nicht weiter tragisch waren. Aber sobald ich bei dieser Stange angekommen bin, die dort durchgeschoben werden muss, hatte ich nur noch Probleme. Also da war bei mir Feierabend. Das hat nur, deswegen habe ich das versucht zu kleben, das hat alles nicht geholfen, Stange dann auseinandergeschnitten. Das war die einzige Möglichkeit, wie ich sie da durchgekriegt habe. Ich habe alles versucht, ich habe sie eingefettet, ich habe sie versucht mit einer Rohrzange durchzuhämmern, nichts hat funktioniert. Ich muss mir in der Zukunft was überlegen, weil sobald bei mir halt dieses vorne das Rohr abknickt, schlägt das halt nach hinten. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Es ist ein Displaymodell. Man kann damit meiner Meinung nach nicht spielen. Das liegt daran, dass hier ein paar so ein bisschen, ich würde mal sagen, illegale Baumethoden benutzt wurden. Alles, was auf dieser Kanone drauf ist zum Beispiel, das will dann nicht so hundertprozentig bleiben. Das ist alles hier ein bisschen, das sitzt nur auf der einen oder anderen Noppe. Und ich habe halt schon gemerkt, man kann das, beim Zusammenbauen ist das ein bisschen stressig und dann halt natürlich spätestens, wenn ihr mit der Kanone ein bisschen rumspielt, wird das problematisch. Was kein Problem ist, ist natürlich, die will jetzt immer in diese ganz hohe Schussposition gehen. Ansonsten, wenn das Rohr dran ist, bleibt sie so in dieser Liegeposition, liegt dann hier oben auf. Alles kein Problem, aber man kann sie wahrscheinlich auch, man muss da ein bisschen kreativ werden, so irgendwie so noch irgend so eine Stange durchstecken oder von unten, dass sie dann, wenn ihr sie in einer bestimmten Position haben wollt, sie so stehen bleibt. Aber ansonsten alles kein Problem. Die Kanone an sich ist auch ganz schön und detailliert. Das gesamte Modell, man merkt halt wirklich, dass da 4000 Steine drin sind. Weil jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen noch ein paar andere Stellen an. So. Kommt wie gesagt auf diesen Schienen auch. Das heißt, ihr kriegt da ein fertiges Whoops. Hier ist übrigens diese. Naja, das wird halt hier zusammengesteckt und so. Das will bei mir nicht. Da muss ich mir was überlegen. Aber das Ganze kommt halt auf einer Schiene. Deswegen kann ich das halt auch einfach nach vorne bewegen. Es fährt sehr gut auf der Schiene. Der Aufbau ist ein bisschen wiederholend. Ich zeige euch jetzt hier mal ein paar Aufnahmen, die ich gemacht habe während des Aufbaus. Da seht ihr zum Beispiel, dass diese Aufbauten, dass sozusagen die wirklichen Wagen, also diese Schienenwagen, davon baut ihr 4 Stück, ist halt also das wiederholt sich halt einfach, irgendwann wird es langweilig. Die Tüten sind übrigens alle nicht nummeriert. Das heißt, ich hatte am Anfang wirklich ein großes Problem mit Platzmangel. Musste bei mir ein bisschen im Wohnzimmer was umstellen und überall diese Schüsselchen austeilen und sogar noch Teller holen und da die Tüten reinfüllen und hatte noch ein paar Tüten da rumliegen. Alles totale viele Steine. In der Anleitung merkt ihr auch nicht, wann müsst ihr jetzt welche Tüte benutzen. Also es ist wirklich alles auf dem Tisch und die einzelnen Teile suchen. Was auch ein bisschen blöd ist, bei Kobi kennt man das ja meistens, so einigermaßen zusammenpassende Teile sind in denselben Tüten. Das habt ihr hier auch nicht. Also die Steine
ihr müsst manchmal durch 4 von diesen Tellern durchgehen, um teilweise die gleichen Steine zu holen oder zu bekommen. Es ist zum Aufbauen, war es echt, wenn man nur Kobi gewohnt ist, ist das ein bisschen anstrengend. Es ist sehr anstrengend. Ich will euch nicht anlügen. Ich habe mein Leben gehasst. Und dann hatte ich TMS, also tödlichen Männerschnupfen bekommen und dann war so erstmal Feierabend. Abschussanlage, alles cool. Hier oben haben wir noch so, weil die 80 cm Granaten und die natürlich die Ladungen zum Verschießen, die konnte keiner heben, die wurden halt über hier hinten, das soll den, du fährst weiter hoch. Das hier hinten stellt den Kran da. Und damit wurden sozusagen, das Ding, da waren 500 Leute dran, nee, ich glaube 5000 Leute dran beteiligt, damit das Ding überhaupt irgendwas macht. Also mit Schienen bauen, da gab es mehrere Begleitzüge mit Munition und alles. Und die hatten halt hier so einen Aufzug, dass sie sollen sozusagen diese Kräne sein von dem Aufzug. Da wurde die Munition hochgefahren. Das ist sozusagen die kleine Simulation von der Munition. Soll im Scale, also im Größenverhältnis 1 zu 72 sein, ob das stimmt, ich lege meine Hand nicht ins Feuer. Wurden ja auch nur 2 von den Dingern gebaut und 1 nur wirklich benutzt. Also, auf jeden Fall, damit konnte halt die Munition hochgebracht werden. Dann habt ihr so kleine Wegelchen. Das hier in der Mitte soll die Ladevorrichtung sein für die Kanone. Das hier sollen halt sozusagen diese Pulverfässchen darstellen und so weiter. Und dann könnte die halt abgeschossen werden. Wie gesagt, ich persönlich würde damit nicht spielen, auch wenn ein Großteil der Teile wirklich... Also die sind massiv, besonders am Ende, wenn ihr es zusammenbaut. Hier habt ihr gerade nochmal so einen Ausschnitt davon. Da muss man die sozusagen alles aufeinander setzen und dann wird das langsam zu dem fertigen Geschütz. Alles kein Problem soweit gewesen, muss ich sagen. Also war stabil, hier und da wundert man sich so ein bisschen, wie das passen soll. Und man muss so ein bisschen ziehen und drücken, aber das geht alles. So, also wie gesagt, hier hinten diese Abschussvorrichtung, auch alles schön, hier und da ein paar Details. Das ist ganz schön. Hier und da leichte Farbunterschiede in den Fliesen drin, aber sei mal gegönnt. Warum auch immer, blaue Pins da oben. Ich weiß nicht, was die mit blauen Pins haben, aber irgendein Fetisch wird das wohl schon sein. Ich meine, die gibt es ja auch in Schwarz und wir haben hier sogar teilweise schwarze Pins dabei, aber genau da haben wir sie nicht benutzt. So, stelle ich vielleicht diese Lampe noch etwas um. So, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was sehen könnt. Sonst muss ich euch noch tiefer holen. So, ihr seht schon, oder vielleicht der ein oder andere wird es unten schon gesehen haben, das Set kommt aus China. Die haben da keine Probleme mit irgendwelchen Symbolen, die heutzutage nicht mehr so gern gesehen, oder die halt verboten sind, die sind wirklich verboten. Also hier habt ihr noch die Hakenkreuze und so da drauf. Wenn ihr euch dieses Set holt, müsst ihr darauf vorbereitet sein. Also da kommt ihr nicht dran vorbei, das wird Hakenkreuz haben. Genauso wie die Figuren, es kommt ein kleiner Mini-Hitler dabei. Hier so ein kleiner Mini-Hitler mit Bärtchen. Und der hat natürlich auch, die haben auf den Ärmeln SS und so weiter. Aber da kommen wir später drauf. Ihr baut hier so kleine Kisten noch, die sind ganz süß, weil die kann man aufklappen. Und da könnte man was reintun, aber wie gesagt, spielen würde ich damit nicht. Unten drunter nochmal so ein, ich glaube das war das Kranhäuschen oder so. Oder vielleicht das Führerhäuschen vom Zug. Da müsste mir jetzt ein Experte sagen, was das war. Aber ihr seht schon, selbst auf so einem Bereich, der eigentlich, den seht ihr nur beim Bauen. Danach, wenn ihr von vorne oder von oben auf das ganze Ding drauf guckt, würdet ihr zum Beispiel dieses Führerhaus ja gar nicht mehr sehen. Oder dieses kleine Häuschen. Da finde ich das sehr schön, dass die sich da halt echt Mühe gegeben haben. Und haben da halt ja sogar so einen kleinen Laufsteg drauf gemacht, der zwar zu klein ist für die Figuren, aber man hat ja wenigstens, also das Modell passt halt nicht zur Figur. Ne? Also die Figur, die hätte niemals an diesen Eisenbahnschienen da so hochgeguckt. Das ist halt jetzt so ein bisschen, die Figuren sind nicht so hundertprozentig zum Scale von dem ganzen Ding. Ne? Weil so eine 80 cm Granate und diese Figur... Hier mal ein Bild von einer echten 80 cm Granate und einem Menschen. Da seht ihr schon den Unterschied. Also die Figuren sind halt nicht in demselben Scale. Aber es ist schön, dass es da ist. Ja, also ich würde es wahrscheinlich sogar ohne Figuren irgendwo hinstellen. Auch weil ich ein bisschen die Figuren makaber finde, aber egal.
Hier haben wir auch noch so schöne kleine Treppen immer mal wieder. Also es hat sehr viele, sehr tolle Details. Was natürlich auch diese große Anzahl von Steinen das, mitbringt. Ne? Also bei 4000 Steinen da sehr viele kleine Sachen. Also auch, haha, da hat es so ein Eisenbahngeschütz, das kann ich doch schieben, wenn ich euch was zeigen will. Alles einzeln verbaut und zusammengesetzt, hier mal aus zwei Ecksteinen. Also es ist eine riesige Arbeit, ein riesiges Rumklemmerei. Auch für so, wie gesagt, diese Waggons hier unten runter. Ja, wieder vergessen, wir sind Eisenbahngeschütz. Auch diese Waggons hier unten drunter, die fasst ihr ja vom Prinzip her nie wieder an. Also, oder die seht ihr ja zum großen Teil nicht mehr, aber die werden auch mit einigen schönen Details verziert und gebaut. Und das ist ganz schön. Die andere Seite ist übrigens identisch. Ihr baut das, diese ganze Konstruktion hier zweimal. Die andere Seite ist so ein bisschen spiegelverkehrt, damit das am Ende in der Mitte zusammenpasst. Und dann ist das fertig. So. Hier vorne haben wir halt noch wieder ein paar Kisten. Figürchen auf Seite. Und jetzt drehe ich mal und wir gucken mal, was passiert. Ich drehe jetzt mal das ganze Geschütz. Das, also auf den Schienen. Die Schienen sind dabei. Die müsst ihr nicht extra kaufen. Also die Schienen sind dabei. Sind wohl irgendwelche besonderen Schmalspur-Schienen. Ich kenne mich mit der Lego-Eisenbahnwelt absolut nicht aus. Daher keine Ahnung, was, ob bei denen jetzt was ultra besonders ist, was nur bei denen stattfindet oder so. Kann ich euch leider nichts zu sagen. Das sind wahrscheinlich mehr was für Eisenbahnmenschen. Aber wie gesagt, das Set kostet 100 Euro und ihr kriegt die Schienen dazu. Ist ganz schön. Achso, mal zu den Maßen. Ne? Ich finde das Ding extrem groß. Also, nur das, oh Gott. Nochmal so ein kleines Gefühl. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Also ich weiß gar nicht, wie ich euch diese Größe genau zeigen soll. Aber es ist halt schon, ich finde es beeindruckend. Auch so von vorne. Achso, ich könnte noch ein paar Daten darüber raushauen. Also das ganze Ding ist circa, auf der Verpackung steht 110 cm. Ich sag mal so mit Schienen ist das circa 100 cm. Geht mal so von 100 cm aus. Mit Schienen und allem sind das so 100 cm und ja, ne, ihr braucht dafür echt einen dedicated Ort, also ihr müsst euch dafür irgendwas suchen, wo ihr es wirklich hinstellen wollt. Es hat halt überall Details, ne, hier vorne diese Querverbindungen, die ihr da zusammenbaut, damit die beiden Teile zusammenhalten, hier noch diese, auch irgendwelche Ärmchen, die da zusammenpacken. Keine Aufkleber, by the way, alles gedruckt, also die vom Prinzip her, die einzigsten bedruckten Teile sind diese Essen-Bahn-Schilder mit diesen Reichsadler drauf. Aber, was will man sagen, er schiebt sich auch sehr gut über die ganze Bahn, also da irgendwas zu bewegen, ist alles kein Problem. Also ich greife jetzt hier wirklich nur hier hin und ihr könnt halt das gesamte Ding ohne Probleme bewegen. So, jetzt drehe ich den noch so, dass wir mal von hinten drauf gucken können. Ach so, das, ich weiß, wie ich mache. Wir gucken uns den jetzt gerade mal von hinten noch an. Und dann zeige ich euch, wie groß er ist. Ich habe eine Idee. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das müssen wir nur mal gucken.
Also von hinten habt ihr vom Prinzip... Oh Gott. Vom Prinzip habt ihr hier hinten halt noch die Aufzüge, die beiden. Hier noch dieses kleine Führerhäuschen, was ich euch eben gezeigt habe, mit einer Türe drin. Ja, und dann habt ihr halt noch das ein oder andere Detail hier hinten, um noch diese Auffahrstopper, die man bei Zügen kennt. Hier wie so eine Leiter oder so kleine Details halt, ne? So kleine süße Details. Also man kann sich das Set wirklich geben. Es ist nicht hässlich. Also auf keinen Fall. Auf keinen Fall ist dieses Set hässlich. So, jetzt machen wir mal gerade wegen Größe. So. Das ist jetzt ohne Kanone. Also mit meiner abgebrochenen Stummelkanone, ja? Dieses Set, also die Schienen, würde ich sagen, circa 100 cm. Ja, also dieses komplette Ding mit Schienen, 100 cm. Der Zug selber, wenn wir da von vorne bis hinten gehen, circa auch 70 cm wird das sein. Ich muss mich gerade unter meine Kamera durchducken. Höhe, sagen wir mal ca. 17 oder 16, je nachdem wo ihr gucken wollt. Hinten natürlich, ja, sagen wir mal so 26, 27. Es wird mit 26 cm der Höhe angepriesen. Naja. Die Kanone ist übrigens komplett in ihrer gesamten Länge ca. 55. Also mit dem Rohr, was ich jetzt gerade nicht dran habe, ist das so 55 cm. So. Und jetzt... Dieses Set habe ich leider bei mir noch nicht gezeigt. Aber das ist, vielleicht kennst du ein oder andere. Das ist von Kobi, der Mauerbrecher. Meines Wissens nach, das ist auch größer als die Maus und das größte Kobi-Set, was es im Handel gibt. Aus der Kategorie Panzer. Jetzt keine Yamato oder sowas oder die neue Titanic, die kommen wird. Wenn ich das hier von Popo zu Popo stelle, seht ihr ja schon, was das für ein Mordsding ist. Jetzt stelle ich mal hier noch so eine Figur daneben. Und ich glaube, man sieht ganz gut diesen Größenvergleich. Also das ist jetzt eine normale Lego-Figur. Ja? Dann der Mauerbrecher und da hinten die Dora oder eher gesagt der schwere Gustav. So. Das war es auch vom Prinzip her jetzt schon zum Set. Falls ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Ich wollte euch jetzt noch kurz zeigen, was es dazu gab. Ich muss mich jetzt hier hinknien. Vor euch. Ich habe mich jetzt vor euch hingekniet, vor die Kamera. Das sind sozusagen die Komparsen, die da mitkommen. Wie gesagt, da kommt auch dieser Hitler mit seinem Bärtchen dabei und einer Landkarte. Die Drucke finde ich bei Kuan Guan besser. Also, na komm, ein bisschen näher weg. Also ich finde sie wirklich ein bisschen, hier und da ein bisschen unsauber. Also besonders hier auf der Mütze ist das sehr unsauber. Man erkennt das, gut, je nachdem wie gut, man erkennt das Hakenkreuz halt gar nicht oder fast nicht. Und ich finde einfach hier und da sind die Drucke nicht so hundertprozentig sauber. Also von der Qualität der Figuren würde ich sagen, auf jeden Fall annehmbar. Übrigens auch witzig, die haben anstatt normale Lego-Figuren haben wir hier so zwei Stümpfe zum Draufsetzen. Die haben einfach nur sowas zum Draufklemmen. Ja, aber alles in allem,
Ja, sind sie in Ordnung. Also wie gesagt, ich bin ein bisschen verwirrt von Kuan-Guan-Figuren. Warum auch immer haben die alle graue Hände? Also die haben wohl alle graue Handschuhe an. Die hier finde ich sehr gut. Das soll ein Funker darstellen. Hinten noch mit seinem coolen Funkgerät drauf. Und das finde ich echt, das finde ich cool gemacht. Hat noch eine Tasche in der Hand. Die finde ich am coolsten von den Figuren. Wie gesagt, da gibt es halt ein paar Figuren dabei. Die unterscheiden sich nicht großartig. Hier und da ein bisschen anderer Print. Who cares? So. Noch 4 Minuten. Weil ich möchte dieses Video nicht länger als 30 Minuten machen. Falls ich etwas vergessen habe, werde ich es anpacken oder dran stecken an das Video. In den letzten Minuten würde ich euch nur noch bitten, vielleicht mal zu schreiben, wie ihr dieses Set findet. Ob ihr euch das vielleicht auch holen würdet. Hier ist die Anleitung. Mehr so Richtung Lego-Stil, ist halt keine Kobi-Anleitung. Und ihr seht schon, ihr baut da halt einfach diese ganzen Teile ein paar Mal. Und dann seid ihr fertig. Am Ende habt ihr auch nochmal, wie diese Kanone zusammen aussehen soll. Die Teileliste, wie gesagt, bei mir haben ein paar Teile gefehlt. Das sind die Teile alle, die ich nicht verwendet habe. Man kann nämlich dieses ganze Set in verschiedenen Versionen bauen. Es gibt noch diese Version. Keine Ahnung, ob es das jemals gegeben hat. Sieht sehr viel kleiner aus. Also das hier scheint die kleinste Version zu sein. Also ihr habt immer nur eine Anleitung, durch die ihr durchgeht. Die hier hatte ja jetzt hier zum Beispiel nur 74 Schritte. Dann seid ihr hier vom, also 301 Schritte, 74 Seiten. Diese hier scheint mir die kleinste zu sein. Von den Teilen, von der Teilezahl. Hat halt auch nur halb so viele Schritte, mit 100, also fast halb so viele mit 158. Und das hier scheint so die mittlere Version zu sein. Ne, falsch rum. Das hier, ne, gar nicht. Das hier ist die mittlere Version. Und die hat auch nur 131 Schritte. Da sind wir aber enttäuscht. Und sind die beiden hier wirklich die kleinen Versionen? Dachte, die wären hinten ein bisschen länger, aber das sieht wohl nur so aus auf dem Foto. Ja, und das hier ist halt die längste. Eine originalste Version. Ach, gut Leute, eigentlich wollte ich dieses Video schon längst gemacht haben. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt drum rumgekommen bin. Dann habe ich das nämlich raus und ich kann mein Zimmer wieder hier umbauen und aufräumen. Weil das Set nicht mehr im Weg steht. Beziehungsweise jetzt kommt der harte Part, nämlich zu versuchen, einen Ort zu finden, wo man dieses Set unterbringen kann. Was ich natürlich sagen muss, ist, es ist ein sehr schönes Set. Es gefällt. Ja, also, ich habe noch 1 Minute 50. Ich ziehe das jetzt irgendwie auf 30 Minuten. Aber ich finde es schön. Man erkennt, was es sein soll. Ich hätte nie gedacht, dass jemand so ein Set rausbringt. Ich habe einige Mocs gesehen. Ich hätte aber nie gedacht, dass eine Firma sagt, ja komm, wir bauen jetzt fucking ein Eisenbahngeschütz, sowas wie den schweren Gustav. Wir haben ja noch nicht mal einen Karl-Mörser irgendwo derzeit. Ich weiß, Bluebricks ist an einem am Karl-Mörser am Basteln. Also, beziehungsweise Custom Bricks hat einen Karl-Mörser, der ja dann von Bluebricks wohl hergestellt wird in derzeit in Massenproduktion. Aber dass jemand sowas macht hier, hätte ich nicht gedacht. Und dann auch noch von Kasi, wo mir die Modelle, die ich sonst von denen gesehen habe, wirklich nicht so sehr gefallen. Einziger Kritikpunkt meinerseits ist dieses Geschützrohr, das bei mir einfach nicht halten will. Ich habe keine Ahnung, ob ich der Einzelfall bin und mein Set ist einfach Mist. Ich habe auf einigen Fotos schon auch vom Hersteller gesehen, dass dieses Rohr wirklich einen Knick hat, weil einfach da sehr viel Gewicht dran hängt. Und Plastik, also das kann so nicht halten. Also keine Ahnung, ob man dann irgendwann mal eine Metallstange durchziehen soll oder sonst was. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche, das ist jetzt mein Wort, ich habe es erfunden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Set,
ruhig in die Kommentare. Ich sag jetzt einfach mal, das war's wieder von der Noppenecke. Das waren 30 Minuten, längstes Video, Hashtag reingehauen.